So, herzlich willkommen zum neuen Video von Levella. Darum geht es ein Teil, eigentlich geht es um den Golf 2 heute. Bloß, wir wollten uns jetzt von dem AMG hier verabschieden. Der ist jetzt dreckig. Wir haben ihn nur reingestellt, weil draußen Sturm war. Also, das ist brutal dreckig. Der ist im Alltag nicht so dreckig, nur heute ist er so dreckig. Guck mal, die lachen alle. Dreh dich mal rum, bitte. Die soll so tun, als wäre nichts. Wir hatten es aufgedrückt, hey Dani. Wir müssen den jetzt zurückrüsten. Der war ja praktisch geleased von Guma. Räder haben wir schon runter, beziehungsweise das sind ja die Winterräder. Wir müssen die Felgen auf Sommer wieder zurückrüsten. Die Abgasanlage muss raus, die Box muss raus und die Tieferlegungsmodul muss nochmal raus. Hier das ganze schwarz-matt, schwarz-glanz hier an den Zierleisten hier, die Chrom waren. Die lassen wir jetzt alle vorerst mal dran. Kann ja Guma immer noch wegmachen, wenn ein Kunde hat, der es gerne Chrom hätte. Eigentlich wollten wir denn länger leasen. Das heißt 3 Jahre. Aber leider steht er bei uns echt nur rum. Er wird nicht gebraucht. Das war damals ein Komplettangebot mit anderen Fahrzeugen. Und jetzt haben wir gesagt, okay, komm, wenn es geht, gibt man den zurück. Und das ist halt das Geile an Guma. Ja, ein Riesenlob auch von mir, dass man mit den Leuten auch wirklich reden kann. Das kann man nicht mit jedem Händler. Dass man sagt, ey, Dani. Ey, verkannt dich gleich. Hör auf damit. Das irritiert mich. Auf jeden Fall geht man dann zurück und die haben das irgendwie so eingefädelt, dass wir gesagt haben, okay, wir zahlen so einen kleinen Betrag noch und 18 Monate, verkürzen auf 18 Monate. Dafür darf natürlich nicht die Kilometer jetzt irgendwo oben sein, sondern sehr niedrig. Und jetzt geben wir dann ab und verabschieden uns dann. Also wir bauen, oder Dani baut den wieder zurück, gell Dani? Nächste Woche. Und dann geben wir den ab. Aber es kommen ja noch andere schöne Sachen von Guma. So, jetzt gehen wir aber raus zum Golf. Und hör auf irgendwelche Fernbedienungen rumzudrücken. Sonst verschwinden die irgendwo in einem Loch. So, hier sind wir am Golf. Haben wir das schon gezeigt, dass die Achse? Ja, doch. Nee. Nicht? Glaube nicht. Achse ist gepulvert, ist drin. Lenkgetriebe ist auch drin vom Dreiergolf. Ist eine Plusachse, das haben wir schon erwähnt. Innen schon auslackiert, das haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt. Das hast du mal erwähnt, ja. Ja, so. Schuhe zu machen, ja. Wenn ihr Schuhe zu machen wollt, nehmt am besten die RZ5, die eignet sich dafür an. So, Teile Zerflex. Oh, das Paket ist angekommen, gell, Dani? Ja. Beim Juan Carlos. Bremsanlage bisher verbaut, die RS3 Bremse. RS3 8P Bremsanlage, Bremssattel. Scheibe vom Zubehör mit 334er Durchmesser. Wir haben ja das ganze System gebaut gehabt, weil wir eigentlich Rallye fahren wollten. Das heißt, wir haben vom Radlauf her etwas mehr Platz gehabt wie hier. Jetzt ist es das Thema. Erster Gedanke, bevor ich das Ding sogar zerflext habe, war das hier. Das ist im Prinzip ein Radlauf oder Blech, Anschweißblech von Opel Kadett D. Deswegen habe ich mal eine Story gemacht. Hier Insta. Ich habe mal eine Story gemacht, was ihr davon hält, wenn man kotflügelmäßig von einem anderen Auto was benutzt. Und zwar die hier hätten wir da benutzt. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Mhm. Opel Kadett D. Da hast du einen Vorteil, der ist breit. Sieht man das, wenn du das so filmst von oben? Ach, du meinst hier die Breite im Vergleich zu die Breite hier zu der Breite hier. Ja, sieht man. So, man hätte ja im Prinzip auch ab der Kante hier das nochmal getrennt. Die Dinger kosten 32 Euro. 30, 32, ja. Stück. Und man nimmt halt nur die hinteren. Das hat mir auch dieser Karosseriebauer gesagt, der das seit 40 Jahren macht. Und er hat gesagt, die haben, und wie hat das gesagt, auch Schwäbisch, der Sigi? Ich weiß nicht, wie er es gesagt hat. Wie haben das früher mit einem Opel Kadett D-Kotflügel angeschweißt und den Zweiergolf verbreitert. So hat das gerade ungefähr. Also im Prinzip hat er das hier alles ausgeschnitten und hat es hier irgendwie ab diesem Punkt aufgebracht. Das eine ist, die Senkung, also von der Gradzahl hier, geht es hier tiefer runter. Ich habe, weil auch viele schreiben beim Andi KTS, ich habe mir den Golf, der hat die gleiche Farbe, gell?
Können wir mal mit einblenden vom Andi? Der hat ja vorne die Radläufe gemacht gehabt, dass man 18 Zoll fahren kann und hat sie praktisch die hier verlängert. Andi, braucht man überhaupt nicht drüber reden, Bombe Arbeit, hat unseren RS3 schon damals gemacht, super. Aber es gibt halt Sachen, die macht man und Ergebnis ist halt so. Ja, also es war nicht schlecht, wie er es gemacht hat, aber der Kunde wollte es wahrscheinlich so. Der wollte 18er fahren und du gehst automatisch mit der Steigung hier, was du hier hast. Und wenn du das um 2,5 cm verbreiterst, dann kommst du im Prinzip auch ein bisschen runter. Und das war der Punkt, wo mir bei diesem Fahrzeug, den wir gerade eingeblendet haben, nicht gefallen hat. Das sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn das Ganze noch mal ein bisschen weiter unten ist. Ja, also ungewohnt, sagen wir mal. Ne? Und bei den Opel, das musst du mal so einblenden. Geh mal da hinten hin, bitte. Ist es steiler wie das hier? Nee. Ist auch gleich hängend? Nein, nein. Also es ist gerade. Also der Golf geht so und es geht eher gerade. So, wenn du es jetzt so hältst. So, ja. So. Und das wollten wir ja mit Absicht so machen, weil es nicht so steil runter geht und wir es trotzdem verbreitern, dass diese Kante nicht nach unten geht. Ich glaube, jetzt haben es eigentlich alle verstanden, wie ich es meine. Das ist das eine gewesen. Da haben wir gesagt, okay, Opel KTT Radläufe können wir machen, können wir nicht machen, weil wir hätten das komplett auch bis hierher reingemacht. Das wäre wirklich die Alternative. Vielleicht machen wir das mal auch irgendwann. Aber wir kennen den Andi aus Neuenstein. Der ist auch ganz bekannt. Da blenden wir mal schnell seine Instagram-Adresse rein. Der macht es halt mega geschickt. Der war jetzt auch, wann war der da? Diese Woche? Mhm. Genau. Mit dem haben wir nochmal gesprochen. Und wir haben ja das Problem, dass wir bei 18 Zoll 2er Golf selten ein tiefes Fahrzeug sehen. Wir haben ja extra nochmal gerade vorhin gegoogelt. Ne? Mhm. Entweder hast du das Problem, das Rad kommt relativ weit raus und kann nicht mehr runter. Oder wenn er wirklich tief war, dann waren das irgendwelche 6,5x18 oder 7x18. Dann waren sie komplett im Radlauf drin. Dann hat er noch die G60-Verbreiterung gehabt. Ich sag jetzt mal, was war da am Platz? 15, 20 Zentimeter. Doch, Zentimeter. Ja, ja, klar. Also 20 Zentimeter. Du. Nein, 5 Zentimeter, wo es so kann, konntest hier so mit der Hand reinfahren. Hier konntest du reinfahren und dann kam ja aber noch die Verbreiterung hinzu. Ja. Guck mal, einen Meterstab hier, bevor du das ganze Tag in der Hand hältst. Hier. Also, fast vergleichbar so jetzt, ne? Das sind 5 Zentimeter. 4,5 Zentimeter. Kannst ja beim Dani nochmal Vergleich messen, was der sonst so mit 20 Zentimeter misst. Nicht, dass wir da irgendwo jetzt irgendwie eine Enttäuschung haben. Ich meinte eigentlich woanders, aber ja. Die Lösung. Also mit dem Andi, ich habe das schon ein paar Mal gesehen, der Selim war auch schon bei ihm. Damals, mit seinem weißen BMW damals, ne, hat er mir das erzählt gehabt. Und jetzt hat er gesagt, beziehungsweise die Bilder tun wir jetzt mal einblenden, alles was so in 18 Zoll Golf 2 große Räder hat. Andi macht es so, dass diese Kante hier anfängt und natürlich weiter rauszieht, wie du es jeweils für deine Felge brauchst. Das heißt, die Kante kommt dann hierher, dann hast du schon gespart, ja, 3,5 cm. Heißt, dass du 3,5 cm hinterher tiefer fahren kannst, als wenn du jetzt mit 18 Zoll fährst. Und dann natürlich breiter. Und durch die Breite kommst du auch noch mal ein bisschen runter. Aber jetzt nicht so viel. Weil er macht es ja ein bisschen steiler, weil er es komplett aus Blech macht. So, und das ist jetzt unser Ziel, was wir am Zweiergolf machen möchten. Wir wollen hinten und vorne ab diesem Punkt auch gleichmäßig. Guck mal auch hier, ich messe es jetzt auch mal beim Golf aus. Das sind jetzt 2 cm bis zu der Kante hier. Ne? Messen wir mal vorne aus. Ja, unter 1 cm, also 8 mm oder so. Und das ist ja auch immer das, was ich nicht schön fand. Wenn man am See zum Beispiel Fahrzeuge sehen, wie typisches Beispiel Golf 5. Ach, du meinst vorne breit ohne Ende und hinten schmaler Arsch. Unabhängig von diesen breiten Kotflügeln, unabhängig davon, dass sie hier gar nicht mehr so weit runter können, weil er aufliegt. Du meinst quasi, weil an der Hinterachse immer die Hälfte, also der Reifen komplett weg ist. Richtig. Und die Hälfte von der Felge. Also so ein Stück von der Felge ist immer weg. Also ja. So gefühlte 5 cm von der Felge siehst du nicht mehr. Optisch, wie wenn das Auto hinten tiefer ist. Also genau, aber er liegt gerade auf. Ja. Also mit Luftfahrwerk liegen die ja immer gerade auf. Und vorne ist das ganze Rad eigentlich noch zu sehen, also die ganze Felge. So, und das gefällt mir persönlich nicht. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild von einem alten Fünfer vom Andi.
wo er, der zum Beispiel auch hergegangen ist und hat diesen hinteren Radlauf einfach höher gehalten. Das finde ich schon faszinierend. Im Prinzip, du kannst so fahren, dass das Rad komplett hinten und vorne gleich zu sehen ist. Und wenn du es ablässt, ist exakt. Und der kann es ja auch so, dein Kotflügel so optimieren, wenn du, da müssen dann natürlich auch vorher die Räder drauf sein, dass die Räder komplett reingehen. Oder der kann das dann auch so einstellen, sagst, okay, wenn du 10 mm Spurplatten drunter baust, kannst du es fitten. Also so perfekt. Oder so. Ha? Perfekt. Ja, wie gesagt, die Arbeit von ihm ist schon brutal und da wollen wir es auf jeden Fall, er weiß auch schon Bescheid, in der nächste Woche. Ich glaube, Ende nächste Woche. Am 6. März müssen wir das alles zu ihm bringen. Ist ja eigentlich auch vollkommen egal. Doch. Ja, nein, es geht ja darum, wir müssen die Technik bis dahin fertig haben. Wir haben quasi nächste Woche. Der muss fahrbar sein und das Fahrwerk muss kommen. Fahrwerk kommt nächste Woche. Ja. Fahrwerk kommt nächste Woche. Wir machen ja die, dürfen wir das offiziell sagen? Wir machen da ein KW-Fahrwerk rein mit einem HLS-Kit auf der Vorderachse und auf der Hinterachse. Yes. Richtig. Und damit werden wir, glaube ich, auch Spaß haben. Damit durch diese Versetzung können wir tief fahren. Auch mit 18 Zoll werden wir tief fahren. Auch mit Rädern, die jetzt nicht so weit drin stehen, sondern auch weit draußen. Weil wir unsere Räder mit Spurplatten fahren müssen. So, wir müssen nämlich bei unseren Felgen in dem Fall Spurplatten drunter machen. Ja, wegen der Bremse, ne? Ja, aber wir können den hier noch reinbiegen, ne? Wenn du mal so kommst, Leon. Gut, da ist auch noch viel einstellbar. Ja, ich schätze mal, wir können hier einen Zentimeter Sturz locker rein. Ja, locker. Also passen wir das Ganze an diesen Felgen mit diesen Spurplatten an. Der einzige Nachteil an der ganzen Geschichte finde ich jetzt persönlich, wenn das Ding breiter ist und du guckst das Auto an, das mag ich gar nicht. Auto ist breit und du guckst das Auto von hinten an, siehst eigentlich nur so außen Asphalt, Stein und so. Ja, gut, wir machen jetzt da in dem Fall jetzt 2,15er Reifen drauf, aber der Andi hat auch gesagt, den muss es eigentlich ziehen. Wir wissen jetzt noch nicht hundertprozentig, was wir da machen. Deswegen habe ich jetzt auch die eine Felge jetzt hier, wo wir ein bisschen was ausprobieren müssen. Vielleicht bauen wir einfach diese Felge auch breiter. Das heißt, dass es den Reifen auch stretcht, damit wir auch wirklich, wenn wir da rumspielen an der Höhe, dass er da immer drunter kommt. Du kannst ja mal jetzt hier zum originalen Kotflügel mal messen, wie viel wir jetzt mit der Felge draußen wären. Ja, gut. Aber gut, wenn der Andi das anpasst und mal ihm das vorgibt, welche Felge man fährt, dann ist das perfekt. Eben, er passt es ja daran. Deswegen ist es wichtig, dass das Fahrwerk bis dahin drin ist, dass die Technik Motor drin ist. Dass drin ist. Das wir haben jetzt im Prinzip noch jetzt hier zweieinhalb Wochen Zeit, um die Technik fertig zu machen, dass er die Karosserie fertig machen kann. Da gehen wir auf jeden Fall zu Besuch nochmal vorbei und gucken uns das Ganze an, während er das macht. Und dann muss er noch zum Lackieren und das ist alles noch vom Wörthersee. Und dann noch Innenausbau, weil Innenausbau, haben wir ja gesagt, komme ich aber gleich nochmal dazu, was wir da vorhaben. Und hier ist dasselbe, fangen wir auch von diesem Punkt hier an, wie hinten, also vorne. Aber ich will halt, dass hinten genauso breit wird wie vorne, oder wie hinten, oder wie auch immer. Die Leisten hier sind wir gerade dabei, Breite zu finden. Haben wir noch welche? Nein. Teils. Also sind nicht vollständig. Nicht vollständig. Weil lieferbar sind die Dinge ja wahrscheinlich nicht. Stoßstange lassen wir dann auch dran, weil das passt alles. Wir haben jetzt hier nur das Problem, wenn du jetzt hier reinguckst, siehst du diesen Abstand? Mhm. Kann ich dir auf der anderen Seite auch mal was. Den Abstand hast du nur, im Prinzip, gut, der sitzt jetzt noch nicht richtig, weil hier der Kunststoff hier fehlt. Mhm. Deswegen hast du es. Aber wir kriegen das auf jeden Fall so hin, dass man diesen Kunststoffteil hier wegnimmt und dann dafür das alles ein bisschen breiter baut, dass man das nicht mehr braucht. Das heißt, die Stoßstange kommt dann direkt an und dann haben wir hier echt wenig Abstand drin. Und ab hier geht es schon wieder los. Mit den Zierleisten hier werden wir dann gucken, dass wir da andere nehmen oder original nehmen, weil die sind ja irgendwie geschnitten hier, dass das hier auch ein bisschen breiter wird. So viel zu Radläufen. An der Front machen wir den normalen Grill rein. Also ich sage euch jetzt nach und nach schon, was wir da alles vorhaben. Der wird hier reinkommen mit einem Scheinwerfer, also nicht diese Doppelscheinwerfer, mit einem Scheinwerfer pro Seite. Und die werden wir in schwarz, aber nicht dieses, also mit diesem Kreuz, aber nicht in Klarglas, sondern mit der Scheuscheibe vorne. Genau. Diesen Bereich wollen wir füllen
und matt. Das schwarz matt hier. Das hier wird schwarz ganz. Das wird wieder matt und das wird auch natürlich gleich mit lackiert, auch in matt. Weil das ganze Fahrzeug wird ja schwarz ganz. Und dann gehen wir weiter, diese ganzen Zierleisten, wo jetzt hier überall sein werden, die werden wir auch in diesem schwarz-matt lackieren, Füllern und schwarz-matt lackieren. Und innen wird ja auch alles in schwarz-ganz lackiert. Der Schaffak wird da unsere Teile auf jeden Fall beledern. Das heißt Cockpit Alcantara mit etwas, nicht viel, rote Nähte. Mittelkonsole Alcantara mit rote Nähte. Das hier wird ja alles auslackiert. Und dann kommen ab hier Carbon, Verkleidung, ja, Verkleidung. Ja. Hier hinten auch. Und der Boden, du siehst das immer noch beim Klären, der Boden wird komplett hier bis zu dem Rücksitzbereich hier alles in Alcantara bezogen, beziehungsweise geklebt. Aber als Fußablage haben wir dann trotzdem einen Teppich drin, weil irgendwann ist Alcantara auch durch, ne, wenn du da ganz zack drauf sitzt oder drauf stehst. Lenkrad ist klar, machen wir ein anderes Lenkrad, auch ein originales Lenkrad, lassen wir original. Und jetzt brauche ich auch gleich eure Hilfe. Das erkläre ich euch, wenn ich hinten bin. Die A-Säule, B-Säule, C-Säule, die Verkleidungen auch in Alcantara. Der Himmel kommt wieder rein, auch in Alcantara. Das Gute wird halt sein, wenn hier alles Alcantara ist. Hier in diesem Bereich, wo zwischendrin zwischen Carbon, ja, und Blech praktisch, oder hier, das wird alles schwarz-glanz sein. Ich glaube, dass der Übergang edel ausschaut. Du siehst halt, dass das da eigentlich was drauf gehört, aber... Ja, Schwarz und Carbon passt halt gut zusammen. Eben. Und Alcantara auch. Und hier hinten habe ich jetzt eine Frage. Da kommen ja auch die Verkleidungen drauf, das wird alles Alcantara. Ich möchte gerne diesen Bereich von den Sitzen bis hier hinten abdecken. Wir wollen ja hinten so ein Kreuzgitterbügel reinmachen, aber nicht bis nach vorne, sondern wirklich nur im hinteren Bereich. Wie heißt das? Kreuzgitterbügel. Ja, eigentlich heißt es Käfig, so, aber ja. Käfig heißt ja auch wiederum bis nach vorne und das wollte ich nicht sagen. Überrollbügel. Überrollbügel kann man lassen, ja. Ist aber auch bis nach vorne oder nicht? Nee, wirklich nicht. Jetzt reden hier wieder ein paar Klugscheißer neben mir hier. Bis nach vorne ist es eine Zelle. Du kommst auch gleich in die Zelle. Also du willst einen Ausbau machen? Ich will einen Ausbau machen und da wollte ich euch fragen, ob ihr da Ideen habt. Jetzt ist die Frage, machen wir da Carbon? Ist in meinen Augen fast too much. Ja, wenn die eher Seiten vielleicht wie, ist, so ein, wie so ein Clubsportteppich, wo quasi bis nach vorne, bis zu den Sitzen hinten wie ein Teppich drin ist. Ich hätte auch gesagt, es kommt gar nicht schlecht, wenn man das auch alles Alcantara, also verkleiden und dann mit Alcantara beziehen. Jetzt ist halt nur die Frage, das rausschneiden. Ich würde eine Abdeckung drüber machen, dass das gerade ist. Dass das eine Ebene ist? Genau, eine Abdeckung und dann hast du es schön gerade und... Gib mir mal bitte Info, ob ihr vielleicht irgendwelche Erfahrungen habt, was das Thema betrifft, weil ich habe noch nie einen Golf so gebaut, ich habe immer die Sitze drin gelassen. Ach, wenn das eine Ebene ist, das sieht ja aus wie ein Leichenwagen. Ja, ich glaube auch, es ist zu viel Platz frei. Ja gut, ganz eine Ebene ist schon Absatz da, ist schon Absatz. Jetzt ist nur die Überlegung, schneidet man das hier noch vorm Lackieren noch aus? Das würde ich nicht machen. Diese Erhöhung? Würde ich glaube ich nicht machen. Nee. Also kann man machen, dann ist es halt die Ebene unten gerade, aber... Eine Platte drüber machen und dann quasi wie so eine... Ich sag, du hast dann zwei Ebenen. Ja. Einmal die Ebene und dann geht es so hoch und die zweite Ebene. So einen kleinen Absatz mit drin. So. Vielleicht gibt es ja Bilder, wo jemand einen Link posten kann oder so. Genau. Das wäre ganz cool, wenn ihr sagt, okay, schneid das lieber weg, weil das sieht besser aus und da gab es sowas schon mal. Also ich habe da in der Hinsicht wirklich noch keine Erfahrung, das habe ich noch nie so ausgebaut. Genau. Aber jetzt kein Aquarium oder so, ich will hier kein Aquarium reinmachen. Ich will auch keine Rennbahn reinmachen oder kein was gibt's da alles? Also Lautsprecher aus Eisenbahn oder sowas. Also ich will sie einfach nur edel haben. Carbon ist mir fast zu viel. Eher Alcantara. So. Und hier kommen natürlich auch die Carbonverkleidungen und du siehst halt zwischen dem Material, was dann hier ist und hier immer schwarzen Lack. Und das geht gut, denke ich mal. Denke ich auch. Haben wir was vergessen? Kofferraumwanne. Die Wanne mache ich zu. Die Wanne würde ich zumachen. Die HLS-Pumpe müssen wir im Kofferraum platzieren. Die kannst du überall platzieren. Klar wäre das da am sinnvollsten vielleicht. Stimmt. Ja, doch. Könnte man schon so machen. Ja, und so Sachen wie Türgriffe und so, das wird alles nochmal ein bisschen edler. Das, vielleicht hier Glanz und das hier matt. Das kommt wahrscheinlich auch wieder weg. Hier wird es wegkommen durch die Verbreiterungen und an die Heckstoßstange dasselbe. Jetzt nochmal
den Boppel her. Gibt es da was? Ich weiß es nicht, ob es da was anders gibt. Hm. Gibt Leute, die cleanen, machen es zu komplett. Genau, clean, aber das sieht nicht aus. Nee, das ist schon cool da. Ja, dann müssen wir es aber anders machen, anders lösen. So, Rückleuchten haben wir letztens. Wir waren ein bisschen online shoppen, ne? Und da hat uns... haben wir viele unterschiedliche Meinungen gehabt. Ja, du hast gesagt schwarz-rot. Ja. Aber in diesem Klarglas. Und ich sag, Klarglas geht gar nicht. Nee, nicht. Hast du eigentlich das Bild gesehen? Doch, du hast Klarglas gesagt. Hast du das Bild vom Amando eigentlich gesehen? Ja, das ist geil. Das ist ein Kumpel von mir aus Holland. Grüße an Amando. Verkauft er die? Ja, der sammelt die. Also hat er nur rechte Seite? Linke Seite? Nee, der hat Paare. Alles Paare. Ja, wenn es ein Sammler ist, dann gibt er nichts her. Doch, er hat mir geschrieben, dass er, wenn wir was haben können wollen. Können wir uns da was raussuchen? Ja. Aber das, was ich eigentlich haben wollte, ist nicht dabei. Alter, guck mal, doch da hinten. Welche wolltest du, die grünen? Ganz rot. Ganz rot. Okay. Ich hätte jetzt eher sowas mit dem schwarzen Blinke oben und roten unten. So was hätte ich jetzt. Das würde mir auch am besten gefallen, glaube ich. Wobei so, das hier jetzt auch nicht schlecht kommt, das zweite so hier. So ein bisschen dunkler. Ja. Ja. Ja, was meint ihr? Also original hat er gesagt, will ich gar nicht. Ich glaube, durch das Orangene zieht das Fahrzeug wieder runter. Komplett rot wollte ich haben. Für ein schwarzes Fahrzeug komplett rot wäre für mich perfekt. Wäre ganz cool. Vielleicht kommt der Mando ja mal vorbei mit seiner Sammlung, können wir ein paar Proben stecken. Oder so. Aber wir haben ja auch gesehen, dass da diese alten, ganz schwarzen noch gab. Ne? Was wollt ihr? 500 Euro? Ja, 500 Euro für einen Satz. Oder 700 Euro der einen. Und danke nochmal von hier aus an die Leute, die uns die Seitenverbreiterung angeboten haben für den G60 an OK Chiptuning, der die vorderen noch hatte. Und der schickt sie uns auch zu. Die hinteren kriegen wir jetzt auch neue, die wir aber jetzt hier nicht anbauen, sondern an einem Auto, wo wir eigentlich ganz vergessen haben. Mhm. Sehr gut, okay? Gibt es ja eigentlich ein Video zu, ne? Das Ganze. Da gibt es ein Video dazu, stimmt. Ich weiß gar nicht, wie die Überschrift damals war. Ja, auch nicht. Waren wir mit Levin unterwegs? Ja, genau, mit meinem Sohn waren wir noch unterwegs. Den Zweier Golf, der ist noch nicht vergessen. Den werden wir früher oder später auch anfangen. Und den bauen wir aber komplett original, nur geiler auf. Also, wir lassen ihn original, machen ihn nur schön. Nächste Woche wird echt viel. Fahrwerk einbauen, Motor einbauen. Alles hintenrum, das heißt Tank einbauen, die Pumpen einbauen, Motor, die Lager. Boah, also innen noch nichts. Aber so, dass wir dann zumindest mal auch mal starten können. Und das dann geht er zur Karosserie. Ha? Ich finde es cool immer, wenn so ein Motor umgebaut ist und dann erst der Start. Ja, wenn der startet, dann mache ich euch hier einen Michael Jackson. Versprochen, ich mache euch einen Michael Jackson. Alter, ich will es sehen. Ja. Aber erst, wenn der Motor startet. Bei jedem Motorstart machen wir einen Michael Jackson hier. Wie geht der? Kannst du kurz vormachen, dass die Leute wissen, worauf sie sich freuen müssen? Das siehst du da. Nein. Okay. In der Hinsicht sind wir mit dem Golf, also zumindest Planung, das ist ja immer das Wichtigste, finde ich auch. Was willst du überhaupt machen? Bloß mit dieser Ablage haben wir nicht die Erfahrung, aber ihr habt bestimmt gute Erfahrung. Und das würde ich gerne hier unter den Kommentaren lesen. Wir antworten ja auch drauf oder ihr schreibt mir auch mega viel. Die letzten Tage waren brutal, auch das Thema Klamotten jetzt heute, gestern, vorgestern. Wir waren mehrere Leute nur mit dem Verpacken beschäftigt. Also brutal. Und für Wörthersee wird es auf jeden Fall nochmal ein Highlight geben, was Klamotten betrifft. Was ganz, 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 ganz richtig geil ist. Gab es bisher noch nicht. Mhm. Nirgends gab es. Mit Fett. Ja. Also in der Hinsicht, ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.